Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Yoga und Tantra im Dachgeschoss. Heute möchte ich allerdings weder Yoga noch Tantra machen, sondern euch ein bisschen was über Depressionen erzählen. Ich habe gerade parallel dazu einen Podcast aufgenommen zum Thema Depressionen, weil es einfach sehr, sehr viele Menschen beschäftigt, belastet und immer mehr Menschen jetzt gerade im letzten Jahr auch in eine Depression gerutscht sind. Oder einfach mit Stimmungstiefs zu tun haben. Es ist ja nicht immer gleich eine richtige Depression. Wenn ihr da Interesse habt, mehr darüber zu erfahren und auch zu verstehen, wie eine Depression entsteht und wie man sich natürlich da auch helfen lassen kann, was möglich ist, dann hört euch gerne den Podcast an. Ich stelle den hier unter das Video. Ja, Depression kenne ich selber, habe ich auch erlebt schon in meinen jüngeren Jahren. Und weiß, was es heißt, wenn man nicht mehr aufstehen möchte. Wenn man im Bett liegt und denkt, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock auf den Tag, ich will mir die Decke wieder über den Kopf ziehen und ich will niemanden sehen. Und diese Trübseligkeit, auch diese Traurigkeit, diese Aussichtslosigkeit, wenn die einen so überfällt, ne? Und das kann eben ganz verschiedene Ursachen haben. Und wenn es dir jetzt gerade so geht, dass du in so einer Phase bist, wo du den Lebenssinn oder den Lebensmut verlierst und das Gefühl hast, dass irgendwie alles sinnlos ist, du vielleicht deinen Antrieb verlierst, die Freude am Leben gerade überhaupt nicht mehr spürst oder da gar keinen Bezug zu hast, dann möchte ich heute eine Übung mit dir machen, die dir vielleicht helfen kann. Ich habe heute so ein paar Tipps für dich, die du ausprobieren kannst, wenn du in so einer Negativspirale gerade bist. Als allererstes würde ich dir empfehlen, wenn du merkst, das ist jetzt schon ein paar Wochen so und du hast immer weniger Lust auf soziale Kontakte, wenn dich jemand anruft, willst du nicht mehr rangehen. Du hast keine Lust mehr, irgendwie jemanden zu treffen. Du möchtest eigentlich nur noch mit dir sein und grübelst und kommst aus diesem Denken nicht mehr raus, aus dieser Negativspirale. Ja? Dann bitte ich dich wirklich, nimm Kontakt zu jemandem auf, der dir helfen kann. Wende dich an deinen Hausarzt, google im Netz. Ich stelle hier auch noch eine Telefonnummer runter von der Deutschen Depressionshilfe, wo du dich hinwenden kannst. Du kannst auch Kontakt zu mir aufnehmen und dann gucken wir gemeinsam, was es für Wege gibt, dass du dich begleiten lassen kannst. Dann natürlich auf jeden Fall auch ärztlich, wenn es sich um eine richtige Depression handelt. Auf der Seite von der Deutschen Depressionshilfe kann man auch so einen Selbsttest machen. Das ist ganz gut, dass du erstmal vielleicht so mehr Klarheit auch bekommst, was da gerade bei dir los ist, ne? Eins steht fest, eine Depression ist eine ernstzunehmende Krankheit und in der Regel geht die nicht einfach so weg. Ja, also das ist schon wichtig, sich eine Depression anzuschauen und da auch therapeutisch dann was zu machen. Und das ist auch nicht schlimm. Es betrifft immer mehr Menschen. In Deutschland ist es die Krankheit von den psychischen Erkrankungen, die Krankheit auf Platz 1. Ja, es ist einfach so, dass immer mehr Menschen mit Depressionen zu tun haben. Und von daher musst du dich nicht schämen. Du bist nicht alleine. Und darum hol dir auf jeden Fall Hilfe, wenn es dir nicht gut geht. Was ich dir heute an Tipps mitgebe, kannst du schauen, was da für dich dabei ist. Mein allererster Tipp ist, steh auf. Geh früh aus deinem Bett. Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade wenn du vielleicht jetzt arbeitslos bist und keine Tagesstruktur hast, ja, und es keinen Grund gibt, aufzustehen, dann ist es natürlich leicht, im Bett zu bleiben und nichts zu tun, ne? Rumzudatteln oder ein Buch zu lesen und einfach die Decke wieder über den Kopf zu ziehen. Es macht leider aber diese Stimmungstiefs nicht besser, es wird schlimmer und du wirst immer antriebsloser. Und darum, stell dir einen Wecker und schaffe eine Tagesstruktur. Das ist das Allerwichtigste, dass du dir einen kleinen Tagesplan machst. Das muss überhaupt kein großer Plan sein, das geht in der Depression sowieso nicht oder wenn du eben dich schlecht fühlst. Aber sobald du das Gefühl hast, du hast so ein ganz bisschen Drive, ja,
beginne mit einer kleinen Struktur, dir wieder eine Struktur zu schaffen. Und da schreibst du halt Dinge ein, die du machen musst vielleicht, ja, also Dinge, die vielleicht wirklich notwendig sind, irgendwelche Anrufe oder Erledigungen. Aber schreib dir auch rein, was du dir Gutes tun kannst. Und das kann zum Beispiel sein, dass du da reinschreibst, morgen früh um 8, 10 Minuten Yoga mit Anne zum Beispiel oder mit jemand anderem oder 10 Minuten meditieren. Ja, also auch Dinge, die deiner Seele gut tun. Oder wenn du gerne joggen gehst, in der Depression wird es eher weniger vorkommen, aber wenn du zum Beispiel gerne walken gehst, ja, man fängt ja dann meistens erstmal wieder etwas ruhiger an, dann schreib das auf, dass du um 11 Uhr eine Stunde rausgehst. Weil Sonnenlicht ist total wichtig. In der Depression brauchen wir Sonnenlicht. Wir brauchen es sowieso immer, aber es ist nun mal so, dass wir das Serotonin brauchen und das Dopamin. Und das passiert hier oben. Und das passiert nur, wenn wir Tageslicht tanken. Und darum ist es so wichtig, dass du rausgehst und nicht die ganze Zeit drinnen bleibst. Und das auch egal, was für ein Wetter ist. Ich weiß, das ist so, so schwierig, wenn es dann draußen auch nicht so schön ist, ja, und man so denkt, ach nö, heute bleibe ich drin. Das darf ja auch alles mal sein. Es ist ja auch kein Ding, sich so einen schönen Kuscheltag zu machen, ne? Oder auch mal ein Wochenende. Aber irgendwann brauchen wir wieder die Bewegung, wir brauchen den Sauerstoff, wir brauchen die Sonne. Das ist halt total wichtig. Also diese zwei Dinge schon mal als ganz wichtige Hinweise: aufstehen und dir einen Tagesplan machen. Ja, dir also aufschreiben, was du machen musst und was du machen möchtest. Und es müssen nicht 10 Sachen sein, es reicht, wenn da erstmal nur 3 Sachen draufstehen, aber dass du die so ein bisschen abarbeitest. Ja, dass du erstmal wieder in so eine Spur kommst. Dann würde ich dir schon empfehlen, nach dem Aufstehen, wenn das möglich ist, irgendwas Kleines zu machen, was deinen Körper wieder so ein bisschen in Bewegung bringt. Ja, guck dir einfach hier auch meine Videos an. Beim letzten Mal hatte ich ja da so eine Übung auch gezeigt, wo man den Körper so abklopft, ne? Das macht total wach, ja? Da kommt Energie in dein System. Da wächst du deine Nervenzellen, da wächst du deine Muskeln und es macht natürlich automatisch was auch mit deinen Gedanken. Denn was in der Depression ja immer beeinträchtigt ist, sind unsere Gedanken, unsere Gefühle und später dann auch unsere Handlungen, wie wir dann in unserem Leben agieren, weil eben alles Trübsal ist, ja, hängen wir halt auch so, ne? Das merkt man auch so an der Körperspannung. Man ist dann halt einfach traurig und schlaff. In dem Moment, wo du deinen Körper wächst, wo du was für dich tust, ändert sich ja sofort auch deine Körperspannung. Und du kommst nach oben und du gehst wieder aufrecht. Du siehst auch wieder Dinge. In der Depression bist du ja komplett in so einem Tunnelblick. Du siehst nichts, alles ist irgendwie dunkel. Du möchtest auch nichts sehen. Ne? Also Dinge zu tun, die deinen Blick wieder heben, die dich ins Leben schauen lassen. Und da hilft natürlich ganz klar Yoga. Das hilft. Yoga ist nicht nur eine Sache, die unserem Körper gut tut, die tut vor allem unserem Geist total gut. Ja? Wir ändern mit Yoga, mit der Praxis und auch natürlich mit Meditation unser Denken und haben einen positiven Einfluss auf die Art und Weise, wie wir das Leben sehen und wie wir dann auch agieren. Und darum eine kleine Yoga-Sequenz, das muss nicht viel sein, es können 10 Minuten am Morgen sein, die dich stärkt. Ja? Und wenn Yoga nicht dein Ding ist, dann mach halt was anderes. Mach die Musik an und tanze, aber bewege dich. Komme wieder in die Bewegung, komm raus aus dem Bett und starte wieder deinen Körper zu nutzen. Das sind so kleine Hinweise. Was ich dir noch empfehlen kann, sind Kneippsche Güsse. Das sind diese Wechselduschen nach Sebastian Kneipp. Das ist eine ganz tolle Sache, wenn man früh aufsteht und merkt, oh, alles ist so. Trink erstmal ein großes Glas Wasser, am besten lauwarm. Das durchflutet dich, ja? Das durchflutet deinen Organismus, der Stoffwechsel kommt in Gang. Wasser ist auch ganz, ganz wichtig. Gerade auch während der Depression oder während Stimmungstiefs, trinke mindestens ein, also
1,5 Liter bis 2 Liter Wasser am Tag. Kaltes Wasser, warmes Wasser, wie du magst. Heißes Wasser, ayurvedisch, ist auch ganz toll. Und gib deinem Körper frisches Wasser. Das brauchen wir. Wir brauchen das, weil es wirklich auch unseren Geist klärt. Ne? Und diese Kneippschen Güsse, diese äußerlichen Anwendungen sind natürlich ganz, ganz toll. Da kannst du ganz sanft anfangen, vielleicht am Bein oder am Arm. Du kannst ja erstmal dich warm abduschen oder lauwarm, nicht zu heiß. Und dann fängst du so mit kleinen kreisenden Bewegungen an, deinen Körper eben auch auf das kalte Wasser vorzubereiten. Kann eine Weile dauern, bis du dich daran gewöhnst. Und ganz zum Schluss kannst du das dann wirklich so ein paar Minuten über dich strömen lassen. Gerade auch hier am prominenten Wirbel, ja, wenn du da das Wasser dann rauffließen lässt, du merkst richtig, wie so diese Kühle deinen ganzen Körper weckt, ja, wie du in so eine Frische kommst. Und dann nimm dir ein Handtuch, was nicht ganz so weich ist, sondern ein bisschen, also am besten ohne Weichspüler gewaschen, weil dann ist das so schön rau. Und dann reibe mal deine Haut damit so richtig schön trocken. Das ist gleich so eine richtig ganz, ganz tolle Massage für deinen Körper. Und das tut dir gut. Ja, das sind ganz, ganz kleine Tipps, aber die tun uns echt gut. Ja, genau. Das sind so, ich möchte auch nicht zu viel jetzt mitgeben. Ich mache gerne noch ein paar Videos dazu, weil ich weiß, wie das ist. In der Depression ist alles zu viel, ja. Und da reichen einfach 2, 3 Sachen und wenn man die dann schafft, dann ist es auch schon ausreichend. Wenn du allerdings natürlich merkst, du kommst alleine nicht weiter, ja, du kommst einfach nicht in die Gänge und es wird immer schlimmer und du hast vielleicht auch Suizidgedanken, das passiert in der Depression, dann lass dich bitte begleiten oder hol dir eben erstmal Hilfe. Sprich mit deinem Arzt, google nach Anlaufstellen oder nimm Kontakt zu mir auf. Und jetzt möchte ich dir noch eine ganz tolle Übung zeigen. Und zwar ist die aus dem EFT, das ist die Emotional Freedom Technik. Davon habe ich hier auch schon einiges oder habe schon einige Übungen auch gezeigt. Da klopfen wir an unserem Körper verschiedene Meridiane ab. Und diese Meridiane, die sind unseren emotionalen Zuständen zugeordnet. Und dadurch können wir positiv auf unsere Gefühlswelt einwirken und können eben auch so Stimmungstiefs, ja, wegklopfen, sage ich jetzt mal. Ja, wegklopfen ist ein bisschen, hört sich gleich so ein bisschen nach Wunder an, aber wir können sie auf jeden Fall regulieren und unsere Stimmung positiv beeinflussen. Und da möchte ich dich heute einladen, die Übung mit mir zu machen, wo wir ganz speziell Stimmungstiefs klopfen. Und wenn du merkst, dass dir das hilft, dann nutze diese Übung, weil die ist so einfach und das ist ein Werkzeug, das hast du in deinen Händen, das kannst du immer machen. Dann nutze diese Übung und mache sie jeden Tag, am besten noch im Bett. Ja, also bevor du aufstehst, mach sie einmal und dann wirst du merken, du kommst leichter raus. Und immer wenn dich sozusagen diese dunklen Gedanken so wieder überfallen und du so merkst, oh, es geht schon wieder los, klopfe. Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Technik, kommt aus der Traumatherapie, kann also wirklich auch bei Traumata angewandt werden, dann sollte man sich auch Unterstützung holen. Aber wir machen das jetzt heute mal in einer sehr einfachen Methode, die jeder ausprobieren kann. Da kann nichts passieren. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass du vielleicht auch mal weinen musst. Ja? Dass Gefühle von Traurigkeit, vielleicht auch von Wut, alles, was irgendwie auch so auf dem Herzen sitzt, dass das rauskommt. Aber das ist ja gut. Ja? Weinen tut gut. Das muss nicht sein, aber es kann sein. Darum sage ich es vorher an. Okay. Dann würde ich sagen, starten wir. Setz dich so hin, dass du schön gerade sitzen kannst. Machst dir irgendwie gemütlich. Jetzt beim ersten Mal würde ich dich schon bitten, dass du dich hinsetzt und das nicht unbedingt im Bett machst, sondern dass du gerade sitzt. Und atme mal 2, 3 Mal erstmal ganz tief ein. Atmung ist immer ganz wichtig. Ne? Stell dir vor, wie der Atem wirklich so richtig in deine Brust reingeht. Ja? So beim Einatmen hebt sich der Brustkorb und beim Ausatmen sinkt er wieder. Und dazu kannst du mal die Schultern mit hochnehmen. Einatmen hoch. Ausatmen hinten runter. Nochmal einatmen hoch. Ausatmen hinten runter. Super. Dann nimmst du deine linke Hand und da, wo so diese Linie hier rausgeht,
Da klopfst du mal, damit starten wir, das ist der erste Punkt, und sagst jetzt Folgendes. Du sprichst mir einfach nach und bitte sprich auch laut. Ja, sprich das laut. Wenn du jetzt nicht alleine bist und dir das vor jemandem unangenehm ist, dann kannst du es natürlich in Gedanken sagen. Aber schön wäre, wenn du das laut mit mir mitsprichst. Auch wenn ich gerade depressiv bin und mich scheiße fühle und es mir nicht gut geht, liebe und akzeptiere ich mich. Auch wenn ich mich gerade total scheiße fühle, liebe und akzeptiere ich mich. Auch wenn ich gerade ein Stimmungstief habe, liebe und akzeptiere ich mich. Zwischendurch immer wieder tief ein- und ausatmen. Mit welcher Hand du klopfst, ist egal. Ja? Was du auch machen kannst, ist das. Dann stimulierst du gleich beide Meridiane und kannst es auch so machen. Ja, das ist egal. Auch wenn ich mich gerade traurig und schlapp und lustlos und müde fühle, liebe und akzeptiere ich mich. Okay. Wir starten hier oben. Nachreifen abmachen. In der Mitte, auf deinem Kopf, in der Mitte deines Kopfes, also auf dem Scheitel, dem Kronenchakra. Und da klopfst du auch. Ganz, ganz langsam klopfen, schnell klopfen. Guck mal einfach, was da kommt. Ach so, ein wichtiges noch. Stell dir mal eine Skala vor von 0 bis 10. Ja? Das ist sozusagen jetzt eine Gefühlsskala. Die 0 heißt, du bist in Balance, dir geht es gut. Und die 10 heißt, du steckst in einer richtig krassen Depression, also vom Gefühl her. Ja? Für dich einfach. Gefühlt geht es dir mega schlecht. Skaliere bitte mal auf dieser Skala für dich, wo du jetzt stehst. Wo stehst du jetzt gerade mit deinen Gefühlen? Wie geht es dir gerade? Und mach da imaginär ein Kreuz. Und du kannst mir das gerne unter das Video mal schreiben, wie du dich am Anfang der Übung gefühlt hast. Und wie du dich danach gefühlt hast. Das ist immer sehr interessant. Und das kannst du mit dir selber natürlich auch immer machen, wenn du dir vielleicht so ein Tagebuch anlegst, so ein Stimmungstagebuch, wo du deine Gedanken und Gefühle auch reinschreibst. Das ist auch noch ein wichtiger Tipp in der Depression, einfach auch wahrzunehmen, was ist mit dir los, ja? Und jeden Tag da reinschreibst, wo ist dein Punkt sozusagen, wo stehst du, dann siehst du auch eine Veränderung, was das mit dir macht, ne? Also auch nochmal ein kleiner Hinweis. Okay, also. Wir starten auf dem Kopf. Tief ein- und ausatmen. Und jetzt sprichst du die Depression direkt an. Du gehst jetzt nicht sofort in irgendeine positive Formulierung, sondern du sagst wirklich, es geht mir so scheiße. Mann, geht's mir schlecht. Ich fühl mich total scheiße. Ich bin ganz traurig. Ich fühle mich traurig, ich fühle mich wertlos, ich fühle mich schlecht, ich habe das Gefühl, mein Leben hat gerade überhaupt keinen Sinn. Sprich das aus, ja? Sprich natürlich deine Gedanken aus. Ich gebe jetzt einfach so ein paar Sachen vor, die ich damals gefühlt habe, als ich in der Depression war und die ich auch kenne, wenn ich manchmal PMS habe, prämenstruell, dann kommen auch so eine Gedanken, ne? Das ist so, ja. Zwischen deinen Augenbrauen. Ich fühle mich richtig, richtig beschissen. Diese Depression. Diese blöde Depression. Ich hasse sie. Ich hasse diese Gedanken, ich mag diese Depression nicht. Fühle mich nutzlos und wertlos. Und ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich bin müde. Bin lebensmüde. Außerhalb deiner Augen, also an die Schläfen bitte. Klopfen mit beiden Händen. Diese Depression. Diese blöde Depression. Geh mal in die Gefühle. Was macht die mit dir? Was macht die Depression mit dir? Die macht mich schlapp.
Ich bin irgendwie, ich fühle mich so klein, so unsichtbar. Ich fühle mich krank. Ich fühle mich krank. Ich fühle mich krank und mal wieder tief ein- und ausatmen. Das hilft dann auch immer wieder, diese Emotionen zu lockern und zu lösen. So, dann gehen wir unter die Augen und das sind auch so Angst- und Panikpunkte. Also gerade wenn man auch solche Gedanken hat, solche Angstgedanken, auch Angst vor der Zukunft vielleicht, ja, dann ist das auch eine Möglichkeit, einfach mal nur diese Punkte zu klopfen. Und wenn Angst jetzt tatsächlich auch ein Thema bei dir sein sollte, dann kannst du natürlich auch sagen, oh, ich habe so eine Angst. Ja, vielleicht hast du Angst vor deiner Zukunft. Vielleicht sind da jetzt einfach auch Dinge gerade bei dir im Leben präsent durch die Pandemie, dass du Zukunftsängste hast, ja, dass deine Depression auch dadurch ausgelöst wurde. Schau, was es bei dir ist und guck weiterhin, wie es dir geht, wie fühlst du dich. Klopfe immer das Gefühl. Es ist immer wichtig, zum Gefühl zu gehen. Ach, ich habe Zukunftsängste oder ich bin einfach nur leer. Ich fühle gar nichts. Das kann auch sein. Ich fühle nichts mehr. Ja? In der Depression verlieren wir auch unsere Gefühle. Wir verlieren den Bezug zu unseren Emotionen und zu unseren Bedürfnissen. Ich bin so, so leer. Dass ich so depressiv bin. Dass ich so depressiv bin. So depressiv. Jetzt gehst du unter deine Nase. Klopfst du. Direkt zwischen Nase und Oberlippe. Leg mal die andere Hand einfach so mit der Handinnenfläche nach oben geöffnet auf deine Oberschenkel oder aufs Knie. Da kann einfach ein bisschen was fließen, auch so energetisch. Wie geht's dir jetzt? Spür mal rein, wie geht's dir? Vielleicht hat es sich schon ein bisschen verändert. Dann klopfe das Gefühl, was jetzt gerade da ist. Und wenn es immer noch schlimm ist, dann klopf weiterhin die schlechte Stimmung, das Stimmungstief, die negativen Gedanken. Klopf die weiter. Ach, dass es mir so schlecht geht. Fühl mich so antriebslos. So antriebslos und so sinnlos alles. In mir ist alles so sinnlos, so hoffnungslos. Ja, ich bin hoffnungslos. Hoffnungslosigkeit könnte ein Thema sein, ne? Guck selber ein bisschen bei dir, was da kommt. Du musst nicht all die Themen sagen, die ich jetzt hier vorgebe, aber vielleicht passt ja einiges. Geh zum nächsten Punkt auf dein Kinn oder in diese Grube. Was kommt an Gefühlen jetzt? Was kommt hoch? Immer noch traurig oder wird es ein bisschen heller? Wenn es Traurigkeit noch ist und Wut vielleicht auch auf dich selber, es kann auch sein, ja? Es kann auch sein, dass du auf dich selber wütend wirst. Auch während des Klopfens verändern sich Gefühle. Dann lass das raus. Dann sag das. Oh, dass ich so wütend auf mich bin. Oder Selbstzweifel. Selbsthass, das kann alles hochkommen. Klopfe das, das hilft dir, diese Gefühle umzulenken, umzuwandeln. Dein System reguliert diese Gefühle dann, wenn du weiter klopfst und sie auch aussprichst. Diese Stimmungstiefs, diese Stimmungstiefs.
So, und jetzt gehst du auf dein Herz. Klopf da mal sanft, ja? Nicht so doll. Ganz sanft auf deinen Brustkorb. Kannst auch die Seite mal wechseln, wenn du möchtest. Leg dir eine andere Hand auf dein Knie. Und jetzt sprich mir bitte wieder nach. Und auch wenn ich unter Depressionen leide und vielleicht gerade mitten in einer Depression stecke, liebe und akzeptiere ich mich. Du kannst die Hand jetzt mal ruhig auf deine Brust legen, da einfach mal so Herzenswärme auch reingeben. Kannst da auch beide Hände drauflegen. Und geh mal so ein bisschen zu deinem Selbstwert, weil der ist ja gerade gemindert in der Depression und es ist wichtig, den wieder zu stärken. Auch wenn ich depressiv bin, auch wenn es mir gerade nicht gut geht, akzeptiere ich diese Lebensphase. Ich akzeptiere diese Phase in meinem Leben, die mich näher zu mir bringt, die mich näher zu meinen Gefühlen bringt. Und beende diese Übung mit einem Satz, mit etwas Positivem, mit einer positiven Affirmation, die zum Beispiel lauten kann: Ich hole mir meine Lebensfreude zurück. Oder es könnte auch ein Satz sein wie: Das Leben ist für mich. Auch wenn du das jetzt vielleicht nicht fühlst, noch nicht, probier es trotzdem mal mit solchen etwas positiven Lebenssätzen. Denn wenn du zum Beispiel jeden Tag klopfst und jeden Tag das Ganze auch dann mit sowas Positivem für dich abschließt, dann kannst du anders mit dir und deinen Gefühlen in den Tag gehen und dich mehr mit deinen inneren Kräften auch und mit Ressourcen, die ja in dir stecken, die jetzt gerade einfach nur ein bisschen schlummern, ja, dich stärker verbinden. Das Leben ist immer für mich. Ich bin okay, so wie ich bin. Ich bin okay, so wie ich bin. Atme noch mal tief ein und aus. Und dann zieh mal die Mundwinkel ein bisschen hoch. Mach mal die Augen auf. Lächel dich mal an und lächel mich mal an. Lass uns anlächeln. Wie geht's dir jetzt? Wie geht's dir auf der Skala von 0 bis 10? Wo ist jetzt dein Kreuzchen? Immer noch ganz, 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 ganz doll. Oder hier war ganz, ganz schlecht. Oder ein bisschen besser. Guck einfach, ne? Erwarte keine Wunder. Aber mach dein Kreuzchen imaginär oder jetzt auch hier einfach mal unter das Video, wenn du möchtest. Oder schreib mir. Und bleib dran, vor allem bleib dran. Eine Depression dauert in der Regel ein bisschen. Ja, ich wünsche dir ganz doll, dass du es schaffst, da rauszukommen. Und dass es vielleicht gar keine Depression ist, sondern gerade einfach nur eine Phase des Trübsals,
so eine Phasen gehören ja zum Leben dazu, ne? Und dass du es schaffst, in dein Leben zurückzukommen und auch wieder Lust hast am Leben und Lust hast an schönen Dingen, dem Leben was Positives abzugewinnen und auch irgendwann wieder Zukunftspläne machen kannst. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich und guck dir einfach auch meinen Podcast an, wo ich wirklich ausführlicher über die Depression spreche und noch mehr Tipps gebe. Also alles Liebe erstmal und wenn du Fragen hast, ja, dann schreib mir. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine ganz schöne Woche und wir sehen uns wieder immer freitags hier bei Yoga und Tantra im Dachgeschoss. Tschüss!